Vielen herzlichen Dank. Als wir die Themen ausgesucht haben für die Osterkonferenz, da haben wir gedacht, dem Ernst Kraft, dem geben wir das Thema über die Liebe. Ernst, wir lieben dich so, wie du bist. Da war ich mit ihm am Flughafen in Sao Paulo, kam ich an einem Geschäft vorbei und da sah ich in diesem Geschäft einen wunderschönen Davidstern und ich liebe Davidsterne in allen möglichen Formen und hatte aber noch nicht das Geld dabei und der Ernst, kein Problem, den kaufe ich dir. Einfach so. Das ist Liebe. Vielen Dank. Ja, ich möchte jetzt auch zu meinem Thema zum Abschluss dieses Tages kommen. Das Holz des Heils. Zwei Verse möchte ich dem zugrunde legen. Galater Kapitel 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Müssen Sie sich mal vorstellen. Der Gott des Segens, der Liebe wird für mich zum Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. 1. Petrus 2, 24. Er hat unsere Sünden selbst an seinen Leib getragen auf dem Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Ich kann eigentlich nur an dem anschließen, was der Ernst in so wunderbarer Art und Weise schon mit so viel Inbrunst und Liebe uns weitergegeben hat, eben die Liebe. Ich las die Geschichte, also das ist wirklich so passiert, da ist ein großer, kräftiger, alter Baum, der über Jahrhunderte gewachsen war und er war noch recht gesund, er war noch grün und aus irgendeinem Grund musste dieser Baum gefällt werden. Mit großem Krachen, mit viel Arbeit und Mühe schlussendlich fiel dieser große, doch noch recht grüne Baum um und manche haben sich gefragt, warum musste das sein? Und es tat ihnen leid, dass dieser Baum gefällt werden musste. Und einer ging dann näher zu diesem Baum hin und er sah dann in diesem Baum eingeritzt, wie das man heute ja immer wieder mal auch sehen kann, er sah da ein Herz eingeritzt in diesem Baum und da stand einfach die Worte drin geschrieben, ich liebe dich. Jesus hat sich bezeichnet als das grüne Holz. Lukas Evangelium Kapitel 23. Als der grüne Baum. Wenn ihr das macht mit dem grünen Baum, damit meint ihr sich. Und er wurde gefällt durch die Hand sündiger Menschen. In der Mitte seines Lebens. Und gleichsam ist es genau so, wie Ernst dargestellt hat. Warum musste das sein, dass du umgebracht wurdest? Es gibt nur eine Antwort. Ich liebe dich. Das ist es. Da können wir uns ja fragen, warum musste Jesus, ich sag's jetzt mal so, an einem Holz hängen, an einem Baum hängen, an einem Kreuz? Warum konnte man ihn nicht steinigen oder enthaupten? Weil die Sünde über einen Baum quasi in die Welt kam. Eva und Adam versündigten sich an einem Baum und damit kam die Sünde in die Welt, der Tod kam in die Welt und Satan bekam die Herrschaft. Seitdem werden alle Menschen, weil Adam und Eva ja das Paradies verlassen mussten, wie es mal kürzlich ein Evangelist gesagt hat, werden alle Menschen auf der falschen Seite geboren. Wir können immer gut sagen, ja, in Sünde geboren, aber damit kann man nichts anfangen. Was bedeutet das, in Sünde geboren zu sein?
Das ist eigentlich nur das, wir mussten das Paradies verlassen, lebten jetzt auf der anderen Seite von Gott und da wurde Kain geboren, da wurde Abel geboren und die wurden schon auf der falschen Seite geboren. Und alle, die dann weitergeboren wurden bis heute, sind auf der falschen Seite geboren worden und nun will Gott uns doch zurückholen. Und jetzt macht er das genau im umgekehrten Sinn. Er gibt uns seinen Sohn und Jesus lässt sich geben, er kommt freiwillig in die Welt. Und ja, es ist nicht verwunderlich, dass er die Sünde, den Tod und den Teufel besiegte an einem Baum. Wenn ich das so sagen darf, ja? An einem Kreuz natürlich. Also durch das Vergehen eines Menschen an einem Baum haben wir das Paradies verloren. Und nun, durch das unschuldige Sterben Jesu Christi an einem Baum, kriegen wir das Paradies zurück. Eine ganz neue Welt, viel mehr als wir verloren haben. Wenn man das mal liest in der Offenbarung, das ist ja fantastisch. Und da gibt es so viele schöne Bilder in der Bibel. Die Bibel ist ja auch ja, wie so ein Bilderbuch eigentlich, ja, nur ein von Gott inspiriertes. Es gibt so viele Bilder, Vorschattungen für das Holz, für das Kreuz, für den Tod und für die Auferstehung Jesu. Ich möchte, wenn es die Zeit erlaubt, vielleicht 3 Stück herausgreifen aus der Bibel. Das erste ist einmal das Holz, damit meine ich jetzt den Stab des Mose. Da kann man so viel dran entdecken. Mose hat ja diesen Stab bekommen, Gott hat ihm gesagt, säg dir diesen Baumstamm, also diesen Stab ab, nimm dir diesen Stab und hab den immer bei dir. Und dann hat Gott Zeichen und Wunder getan, an der Natur, in Ägypten und so weiter. Also es war ja gewaltig, was durch diesen Stab des Mose alles passiert war. Sieg war da und da wurde eine Schlange raus und der Pharao wurde sozusagen besiegt. Ja. Und ich glaube, das größte Wunder oder eines der größten Wunder überhaupt war, als der Mose den Auftrag von Gott bekam und er sagt, heb deinen Stab über das Rote Meer und es wird sich teilen. Und dann könnt ihr durchgehen. Das macht den Weg frei. Kennen Sie die Werbung, wir machen den Weg frei? Alles Lüge. Aber Gott macht es wirklich. Ich mache dir den Weg frei in mein Reich über das Holz des Kreuzes. Die Situation war ja fatal. Die waren ja gerade mal dabei, aus Ägypten auszuziehen, Ägypten zu verlassen. Und da standen sie jetzt plötzlich da vor diesem Meer, vor diesem Schilfmeer. Es gab keinen Ausweg. Also wenn man sich da vorstellt, und da sehen wir schon, wie alles auch bilderbuchmäßig im Alten Testament angewandt wird, auch im Sinne vom evangelistischen Stil. Wir sehen die Evangelien aufleuchten. Kein Ausweg, stehen vor dem Meer, Sumpfgebiet, Gebirge und im Nacken kommt der Pharao mit 600 auserlesenen Streitwagen, auf jedem Streitwagen 2 Männer, also eine Elite-Truppe, ja, Panzer. Und die haben nur ein Verlangen, einen Wunsch, eine Wut, den Israeliten nachzujagen, sie in ihrem Machtbereich zurückzuholen, den Tod auf die Fersen. Ihre Situation wird beschrieben, 2. Mose 14, 3, Pharao sagte sich das, sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen, also ich hasche sie mir wieder. Ja, das widerspiegelt wirklich den Menschen im Allgemeinen, Einzelschicksale. Ich weiß nicht, wie Sie hier sitzen. Bitte erlauben Sie mir das mal ganz praktisch anzuwenden. Du irrst umher. Du bist mit deiner Lebenssituation nicht zufrieden. Du bist eingeschlossen. In der Situation, in der du dich befindest, bist du eingeschlossen, ohne Ausweg. Festgefahren, sumpfig. Was du siehst,
Was du vor Augen hast, ist deine Not. Du kommst dir vor wie ein Gejagter oder wie eine Gejagte. Und du bist nicht mehr Herr oder Herrin deiner selbst. Andere verfügen über dich und sind dir auf den Fersen. Eine Übermacht. Vielleicht sind es Drogen, vielleicht sind es moralische Exzesse, vielleicht sind es Lügen, vielleicht sind es Betrügereien, vielleicht ist es einfach das Gefangensein in einem falschen Weg. Was hast du vor Augen? Den Abgrund, Wasser, Sumpf, Gebirge. Es treibt dich die Angst. Du hast keine eigene Kraft mehr. Damals hieß es, als die Israeliten sich in dieser Situation befanden, da hoben sie ihre Augen auf und da schrien sie zu Gott. Das ist der Weg. Die Psychologen sagen, ja, du musst nur zu dir selber finden. Aber ich sage, ja, das ist ja das Problem. Das ist ja mein Problem. Der Fatalismus sagt, na, es kommt, wie es kommt. In Köln sagt man, es geht, wie es geht. Kölnerisch. Es ist unabänderlich vorherbestimmt, sowieso. Und die Moralapostel, die sagen, ja, du bist selber schuld, das ist die Strafe für dich. Aber Gott führt immer anders. Wissen Sie, es heißt ja in 2. Mose 13, und da heißt es in Vers 17, Gott führte sie nicht durch das Philisterland, den Weg dieser Welt, der Psychologen, der Religionen, nein. Nicht den Weg der Kinder dieser Welt. Gott führt einen ganz anderen Weg. Und da steht man zunächst einmal da und weiß nicht weiter. Und das ist vielleicht auch Ihre Situation. Und dann sagt er dem Mose, du Mose, fürchtet euch nicht. Und Mose gibt das dem Volk weiter. Steht fest, fürchte dich nicht, mitten in deine Furcht. Die hätten doch sagen können, ja, du hast ja gut reden, du. Guck mal, wo wir hier sind. Ein Schritt, wir sind weg. Fürchte dich nicht. Sumpfigen Boden unter den Füßen, Wasser vor Augen. Steht fest. Hinten die Macht des Pharao nähert sich. Seht eure Rettung, die ich euch bereitet habe. Seht. Diese Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr nie wiedersehen. Tschüss. Ja. Der Herr wird für euch kämpfen. Ja, wir können doch nichts tun. Nee, ihr könnt sowieso nichts tun. Und da ist es am besten, nichts zu tun. Und den Herrn tun zu lassen. Schlussendlich mussten die Ägypter, Entschuldigung, die Israeliten nur eins tun. Ihren Fuß heben, so machen und so. Vorsicht, ja. Mehr mussten sie nicht tun, ja. Also mitten in dieser Angst. Hebe deinen Stab auf, strecke ihn über das Meer und seht, es wird sich zerteilen und ihr wird trockenen Fußes hindurchgehen. Es kommt alles gut, es kommt auf einmal alles gut. In dieser festgefahrenen Situation. Unmögliches soll passieren. Aber eben, ich sagte, nur eins mussten sie tun. Der Herr sprach zu Mose, was schreist du weiter zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Und das ist vielleicht ihre Not in ihrer Situation. Sie brechen nicht auf. Sie haben bis jetzt den Schritt nicht gemacht oder wie er es auch sagte, ja, vielleicht in der Ehe oder auch persönlich oder wie auch immer. Nicht länger umherirren, nicht länger verzweifelt sein, nicht weiter auf der Suche sein, nicht länger auf der Stelle herumtreten, sondern den Schritt tun, den Schritt des Glaubens. Zweites Beispiel, das Holz in Mara, das beeindruckt mich unwahrscheinlich, weil das knüpft auch so ein bisschen an, lieber Ernst, an dem, was du schon gesagt hast.
Israel hat jetzt die Rettung erfahren. Und dann haben die ja, als sie durch das Rote Meer sind, da haben die ein Lied gesungen, das Lied Mose und Miriams, ja. Und da haben sie Gottes Gnade gerühmt, Gottes Königtum gerühmt, Gottes Kraft haben sie gerühmt. Und 3 Tage später wandern sie da weiter und dann kommen sie da in der Wüste an ein Wasser, beziehungsweise zuerst haben sie gar kein Wasser gefunden, haben sie natürlich Durst gekriegt, so wie wir so sind, wir Menschen, nicht wahr? Und da kam er mit Israel dann schlussendlich an eine Stelle, die hieß Mara, und da heißt es, das Wasser wollten sie trinken, aber sie konnten es nicht trinken, denn es war sehr bitter, es war ungenießbar. Und da war es mit der Liebe schon vorbei. Mit der Liebe Israels. Gerade noch gelobt, gerade noch gepriesen, gerade noch geehrt, gerade noch angebetet, gerade noch mit dem ganzen Volk ein Loblied gesungen in den höchsten Tönen. Und 3 Tage später stehen sie in einem Wasser und können es nicht trinken. Sie haben ein Wunder über Wunder erlebt. Ein ganzes Meer hat sich geteilt. Und jetzt stehen sie an einem Tümpel und murren und meckern und schimpfen, weil ihnen das Wasser nicht lecker genug ist. Wasser war ungenießbar, es war bitter. Kennen wir das? Haben Sie den Spruch schon mal gehört? Du bist ja heute wieder ungenießbar, du. Also manchmal kann man sich selber auch nicht leiden, oder? Wenn Gedanken, die will man eigentlich gar nicht haben, ja? Rechtfertigungen oder böse Gedanken, und dann tut man die weg und dann kommen die doch wieder angeflogen. Und wenn man sie lässt, dann gewinnen die Macht. Dann wird man wirklich ungenießbar oder launisch oder einfach bitter. Es gibt auch verbitterte Menschen. Ich war kürzlich, musste ich auch zum Arzt. Alles gut gekommen. Und er sagte mir aber auch, er sagt, Herr Lied, er sagt, ich habe mit so viel verbitterten Menschen zu tun. Ältere Menschen vorwiegend über 60. Verbitterte Menschen, die haben keine Perspektive. Machen wir uns nichts vor, auch Christen leben in dieser Spannung. Dass wir nicht das ausleben, was wir eigentlich ausleben sollen. Das sollten wir ja. Wir sollen ja unsere Heiligung, wir sind ja geheiligt worden, verwirklichen in unserem Leben. Ja? Die Heiligung auch verwirklichen, aber wie oft tun wir es eben nicht. Und was dann? Ist unwahrscheinlich hier. Der Ernst hat so gut auf den Punkt gebracht. Schlägt Gott jetzt rein und sagt, du elender Norbert, du, jetzt reicht's mir, spähst mir aber bis hier, du. Jetzt hast du mich schon so oft erlebt. Und Mose sagte, oder der Herr zeigte ihm ein Holz. Und das warf er ins Wasser und es wurde süß. Wissen Sie, Golgatha gilt immer. Nicht nur am Anfang unseres Lebens. Auch wenn wir schon 30 Jahre Christen sind. Und auch wenn wir schon 50 Jahre Christen sind. Golgatha gilt immer. Auch heute. Vielleicht bist du Christ und sagst, ich bin hier total auf Abwägen gekommen. Ich bin verbittert. Ich bin sauer. Ich bin ungenießbar. Ich kann mich selber nicht mehr leiden. Da zeigt Gott auf Golgatha und sagt, sieh das Holz. Es war nämlich genau so, das war vor einiger Zeit, da waren wir unterwegs, Jonathan und ich, in Norddeutschland, und dann waren wir in einem Haus und da sahen wir an irgendeinem Schrank, sahen wir ein Gebet kleben. Und das Gebet, das haben wir uns dann abgeschrieben. Und das ist genau die Situation, wie wir sie auch durchmachen als Christen. Da heißt es, da betet jemand, lieber Gott, bis jetzt geht's mir gut heute. Ich habe noch nicht getratscht. Die Beherrschung noch nicht verloren, ich war noch nicht muffelig, nicht gehässig, nicht egoistisch, auch nicht zügellos, ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen. Die Kreditkarte habe ich auch noch nicht belastet, aber in etwa einer Minute werde ich aus dem Bett klettern und dann brauche ich dich wirklich. Ja, wir lachen. Aber sehen Sie, dieses Gleichnis hat ganz tiefen Ernst.
Sobald wir in dieses Leben hineintauchen, tagsüber, wie oft versagen wir? Das Holz. Und nun das dritte und letzte. Ist auch so ein schönes Beispiel, eigentlich ganz ähnlich. Das Holz am Jordan, 2. Könige 6, 4 bis 7. Sie kennen wahrscheinlich diese Geschichte. Als sie nun an den Jordan kamen, schnitten sie Holz. Und es geschah, als einer einen Stamm fällte, da fiel das Eisen ins Wasser. Da schrie er und sprach, o weh, mein Herr, und es ist noch entliehen. Aber der Mann Gottes sprach, wohin ist es gefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er ein Holz ab und warf es dort hinein. Da brachte er das Eisen zum Schwimmen. Und er sprach, hole es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Das Kreuz von Golgatha überwindet alles. Die unmöglichsten Situationen. Wie ist das denn mit unserem Leben? Ist doch nur geliehen, oder? Irgendwann müssen wir es ja zurückgeben. Wir arbeiten damit, wir ruhen damit, wir verdienen damit, wir bauen damit. Manches machen wir mit unserem Leben kaputt. Verlieren wir das Leben, gewinnen wir das Leben? Man kann so viel mit seinem Leben machen. Man kann es lesen täglich, man kann es für andere einsetzen. Es gibt so viele, die das tun. Man kann das Leben anderer zerstören mit seinem eigenen Leben. Aktuell. Wieder andere leben nur ihr eigenes Leben. Alles dreht sich um sich. Eisen unterliegt dem Naturgesetz. Es kann nicht schwimmen. Es geht einfach nicht. Alles spricht dagegen. Es gibt nur eine einzige Ausnahme. Das war das Wunder damals. Mein Leben, ihr Leben unterliegt dem Naturgesetz, ja, wenn ich das so auch sagen darf, der Sünde, des Todes, der Herrschaft des Teufels. Eines Tages stehen wir als Verlierer da. Wer dieses Holz des Lebens Jesus Christus nicht ergreift. Und da müssen wir wirklich buchstäblich sagen, da ist mein ganzes Leben aber ins Wasser gefallen. Es beeindruckt mich, als sie nun an den Jordan kamen, schnitten sie Holz. Waren alle am Holzschneiden, alle waren am Schnitzen, alle waren am Bauen. Aber als das Eisen ins Wasser fiel, da schnitt Elisa ein Holz ab und warf es dort hinein, da brachte er das Eisen zum Schwimmen. Ist doch genial, he? Kein Märchen. Auferstehung Jesu, Taufe, das alte Leben ist begraben, Neues ist auferstanden in der Kraft Jesu Christi. Sünden werden vergeben. Dein Leben wird aufgehoben und erhoben in den höchsten Himmel, über alle Sterne. Ich glaube, man darf sogar sagen, über alle Engel. Was hat Gott uns da in Jesus gegeben? Jesus hat das einmal so gesagt in Johannes 12, 32. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, am Kreuz, werde ich alle zu mir ziehen. Sehen Sie? Das Holz bringt das andere aus den Tiefen in die Höhe. Ich werde alle zu mir ziehen. Und er hat auch gesagt, ja, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott unmöglich. Wohl möglich. Und das sagen so viele, die sagen, das ist doch unmöglich, mein Leben ist abgefahren, der Zug meines Lebens ist abgefahren, das hat alles keinen Sinn mehr. Ich könnte mir einen Strick nehmen oder wenn das so weitergeht, wo soll das noch hinführen und da kann mir keiner mehr helfen. Es ist unmöglich, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Aber Jesus sagt, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Auf die Frage der Jünger. Es ist unmöglich, dass eine
Jungfrau schwanger wird. Aber der Engel sagte Maria, dass kein Ding bei Gott unmöglich ist. Es ist unmöglich, dass Eisen schwimmt. Aber bei Elisa, durch das Holz, wurde es möglich. Dass jemand aus den Toten aufersteht, ist unmöglich. Tod ist tot. Aber es war möglich. Jesus ist auferstanden. Und er zieht alle mit sich, die an ihn glauben. Wohlgemerkt, nur die an ihn glauben. Da brachte er das Eisen zum Schwimmen. Und er sagte auch hier, sehen Sie, das ist es. Damals bei der Teilung des Roten Meeres durch das Holz, den Stab des Mose, war nur noch eins möglich. Tu den Schritt, geht jetzt durch, mach vorwärts. Und hier bei Elia, da brachte er das Eisen zum Schwimmen und er sprach, hol es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Elisa hat alles gemacht. Er hat sich ein Stück Holz abgeschnitten, Symbol für das Kreuz Jesu, woran er starb. Und er tunkt das ins Wasser oder er schmeißt das ins Wasser, in dieses Weltenmeer, darf man auch bildlich sagen, ja. Und das Unmögliche passiert, das Eisen kommt hoch. Alles hat Gott gemacht, alles kommt er, alles hat er gemacht, nur eins nicht. Hol es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Das musste er selber tun. Das musste er selber tun. Gleicht ihr Leben oder gleicht dein Leben dem Roten Meer? Auswegslos, festgefahren, versumpft. Gleicht dein Leben, gleicht ihr Leben dem bitteren Leben in Mara, verbittert, sauer, ungenießbar, verstockt schon halb. Gleicht ihr Leben einem unmöglichen Leben am Jordan? Jesus Christus ist für alle und für alles die Antwort. Jedes Mal und immer sein Kreuz. Aber ergreifen und den Schritt tun, das müssen Sie. Betrifft es die Ehe? Betrifft es jetzt den Gedanken, ich muss jetzt Ja sagen zu Jesus, jetzt ist es soweit. Und Gott sagt dir heute Nachmittag, streck deine Hand aus und hol es dir. Es ist da. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach beten. Und wenn Sie möchten, wissen Sie, das muss ja gar nicht öffentlich geschehen. Nur, dass Sie es vielleicht nachher irgendwie jemandem bezeugen, das ist dann schon wichtig. Aber Sie können jetzt, wenn Sie möchten, das Gebet, das ich vorbete, können Sie mir nachsprechen. Wir haben heute mehrere Botschaften gehört, sind vielleicht angesprochen worden. Und Sie sagen, ja, ich jetzt tue ich es. Dann bitte ich Sie im Stillen, ja, in Ihrem Herzen mir das Gebet nachzusprechen. Und dann wirklich auch Amen dazu zu sagen, im Glauben. Also ich bete vor. Himmlischer Vater, in dem Namen deines Sohnes Jesus Christus, danke ich dir für Golgatha, für das Kreuz, Herr, woran du starbst. Das ist deine Antwort, Gott, auf mein Leben. Und es gibt keine bessere. Du weißt, ich bin in einer auswegslosen Situation.
Ich bin gefangen in Sünde. Es ist so viel Ungenießbares und Bitteres vorhanden. Dinge, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Jetzt möchte ich den Schritt tun. Jetzt möchte ich im Glauben meine Hand ausstrecken. Das Heil, die Vergebung in Jesus Christus für mein ganzes Leben annehmen. Ich bekenne dir, dass so vieles falsch gelaufen ist und tue hiermit Buße. Und strecke meine Hand unsichtbar, aber im Herzen zu dir aus. Und ich nehme jetzt die Vergebung in Anspruch. Den Tod und die Auferstehung Jesu für mich, für mein Leben, für meine Lebenssituation. Danke, Herr, dass ich jetzt erfahren darf, dass du mir hilfst, dass Dinge sich in meinem Leben verändern. In Jesu Namen. Amen.